Hallo YouTube! Eine neue Folge Retro Battles mit dem Lorix. Guten Tag. Einer WhatsApp und mir, dem Rechmaster. Mach dein Handy auf laut. Es ist immer auf laut. Fail. So, Lorix. Heute Formel 1 98. Ich spiele den, was habe ich denn da, den Damon Hill in Jordan. Und der Lorenz von der Position 1 mit Michael. Der Kinnlatte Schumacher. Schumacher. Ach, wollte ich dual schockieren. Ui. Oh, das geht mir schon gerade ein Sack, dieses Spiel. Ja, die Steuerung ist nur mit dem Digitalkreuz und den Tasten. Etwas älter. Lorenz spielt den Flug. Aha! Glück gehabt, ey. Yeah, yeah, yeah. Da ist er ja schon wieder. Aufgepasst, da kommt er. Da kommt er wieder, jawohl. Du bist so geil. So geil. Die Steuerung ist sowas von für den Arsch, ey. Jetzt bin ich letzter, ne? Neunter. Leck mich auch wieder. Passt doch. Da wurde hingehört. Nein. Dass ich immer in dieses scheiß Kiesbett komme, ne? Ja, kann ich nicht. Da ist man gar nicht mehr gewöhnt, ne, mit dem Steuerkreuz. Nee, nicht direkt. Jage. Der Lorix. Fuck you. Wo sind wir denn? Alter, ich komme hier nicht mehr raus. Der überholt mich da. Ne, klar. Ich bin noch sicher drin. Ich habe einen gelben. Rasche gelben. Ich hab den gelben. Gelben Sack. Nee, der gelbe Sack steht drin, kennen wir schon. Ey, müssen wir da auch tanken irgendwie? Nee, immer nur fahren. Ja. Also, das erste Battle in Tekken 3 wurde eindeutig mit 13-0 für mich entschieden. Ja, ich kann das Video nicht mehr hochladen. Das hast du doch nur hochgeladen. Ja, und? Wir sind schon der nächste auch. Ja! Funktioniert aber trotzdem nicht. Übrigens hiermit ein herzliches Dankeschön an YouTube. Wo ist denn die Schule, Lorix? Erster. Als Maul. Ja. Alter. Ich bin nur Sechster. Gibt's ja nicht. Mann, bist du schlecht. Als Maul, ich hab'n Jordan. Ja, und? Wer hat sich Slonkin himself geholt? Ja. Dann ist da schon ein Kind 3 Meter. Also ich mach kein Witz mehr über ihn. Ja, das sollte man eigentlich nicht machen. Aber egal! In der letzten Folge war es was anderes mit den Leuten. Wo fahre ich überhaupt? Oh, Final Lap! Ich bin irgendwas passiert gerade. Ich glaube, dieses Battle wird der Lorix gewinnen. Tja, ich bin halt gut. Oh Gott. Der denke, er kann dir auch nicht mehr helfen. Das stimmt. Dir ist nicht mehr zu helfen. Das ist wohl wahr. Was fährt mir das Arschloch da mitten in die Füße? Und schon wieder. Hau doch ab, du schwule Sau. Oh ne, im Kiesbett. Im Kiesbett. Hast du die Schäden an, ja? Ne? Nee. Nee. Das willst du gar nicht mehr fahren. Aber du. Natürlich. Ja gut. Wenn du wie ein Rollstuhlfahrer fährst. Nur noch mit 3 Rädern. Dieses blöde Arschloch. Das fährt er mir schon wieder an die Füße. Ich komm gar nicht vorwärts. Doch schon wieder. Guck dir das doch mal Arschloch an. Ja toll, er leckt mich doch am Sack. Also das da geht ganz klar, also ich möchte mich nicht loben, aber ganz klar an mich. Ja, wenn der Bennett mich die ganze Zeit aufhält, hast du ja, Stoff, du Arsch. Bitte was? Den hast du gestochen. Klar. Jetzt sind sie weg, ich bin nur Siebter. 1-7, ist klar. Ist klar, da vorne ist er wieder, mein Freund. Ich ne? Das auch schon ja, ich muss mich auf meinen Sieg konzentrieren, tut mir leid. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du bist doch Fünfter. So.
So, und dann lassen wir die Twitter-Welt auch mal teilhaben. Drück mal X, Lorix. Ah, drück mal X, Lorix. So, 1-0 für den Lorix. Leider Gottes. Das war noch Ladebildschirm. Ja, ja. Lang, lang ist her. 98. So, ich habe jetzt mal gerade hier geschrieben, dass die Leute uns auch gerne ein paar Fragen stellen können. Wir beantworten ja schließlich alles. Ja, nicht alles. Fast. So. Also die Penisgröße von dir wollen wir nicht wissen, die 2 mm. Das habe ich verbaut. Na egal, komm. Was ist denn hier jetzt? Oh, wenn wir mal eine anspruchsvollere Strecke nehmen. Ja, komm, ich bleib bei meinem Spieler. Formel 1, Formel 1. Halt, okay. Ich hasse zwar Formel 1, aber gut, okay. Wir holen jetzt den Mika Häkkinen. Die finnische. Formel 1 98. Wunderbar. Tja. Auf dem A1 Ring in Österreich. Bei den Schluchtenscheißer, oder? Bei den Schluchtenscheißer. Bei den Ö-Streichern. Ja, schauen wir mal, wo der Lorix heute wieder startet. Wahrscheinlich wieder auf Position. Position 2. Lorix. Mann, ich brauche andere Perspektiven. Zack. Ey, du Arschficker. Ich bin ein bisschen gay oder so. Alter, was? Fahr ich rückwärts jetzt oder was? Wo sind wir denn hier? Ja, also ich bin auf der Strecke. Alter, nicht schon wieder. Das ist noch so ein schwuler Ferrari. Was hast du da für eine blöde Ansicht? Mach den Projekt nicht stört. Was? Ach du Arsch! Was für eine blöde Ansicht? Ich kann. Mit Kreis fährt man euch dazu. Ich kann so Spiele nicht spielen, wenn ich die Autos oder so sehe. Wo muss ich hin? Oh, links. Oh, falsche Richtung. Super letzter. Alter, das. Ich bin. Hallo? Was ist? Und mal die zwei Leute. Hä? Wo bist du dann? Bleib seine Zeit rum. Du Wichser, nur wegen dir, ey. So nur wegen mir? Halt die Schnauze. Was draußen scheint. Achso, das war ja gar nicht. Warum? Also ihr dürft den Rischmaster gerne ausbuhen, diesen Drecksack. Genau. Nur weil ich gut bin. Ja, geht's denn nur geradeaus, Lorix, ne? Ja, dann kommen noch ein paar Kurven. Aber oh, halt doch mal die Schnauze, mein Auto fährt nicht mehr. Und Lorix hat Traktor. Arschficker. Resi, warum beschleunigen der Traktor? Hör auf, sonst streicht uns die GEMA das Video. Ach so, ja. Wo bin ich dann jetzt? Jetzt fährt er auch mit dem Boxengas. Guck mal so. Alter. Ja, auf solchen Strecken trennt sich natürlich die Spreu vom Weizen. Oh. Oh, ich höre da nur an. Ja, du, genau du, der sich das Video leider Gottes anguckt. Alter, der ist doch behindert, der Kerl, oder? Schreib's unten in die Kommentare. Jeder, Alter, warum fährt diese Schwuchtelscheiße? Jeder, der in die Kommentare schreibt, dass der Rischmaster einen an der Waffel hat, wird, was ist denn das hier jetzt? Wird namentlich ernannt im Video. Oh je. Und bekommt, was bekommt er dann? Ja, was bekommt er dann? Ich feuchte mich futzig von den Lorik. Ach, halt die Schnauze, ey. Nur weil ich bessere Zuschauer habe wie du, oder? Genau. Und die sind eh die besten. Übrigens ein Dankeschön nochmal. An 172 Follower bei Twitter, an 19 Abonnenten bei YouTube, bei 6 Follower immerhin bei Google Plus und bei Instagram mittlerweile, ich glaube, 25 oder so. Gut, dass der Lorix noch nicht weiß, dass ich allein von YouTube 10 Konten habe. Ja. Kann ich froh sein, dass sie dir wegen des Ends gehen. Mach mal Schlucker.
Halt! Ruhe, die Strecke da stinkt, ohne Witz. Tja, anspruchsvoll, Leute, anspruchsvoll. Halt die Schnauze. So, danke. Also eigentlich mag ich es mit Absicht, weil ich so einen riesen Vorsprung gewonnen habe. Ich bin Dritter, Lorik. Dritter. Alter! Fick dich doch, ey. Was stellt dein Auto eigentlich schlammer? Was dein Auto darstellt? Oh, überrundet. Das ist sogar meine. Deiner. Ja. Boah, ich schieß dich ab jetzt, oder? Oder? Ich schieß dich ab. Ja, das war nicht meine. Meine Fälle waren. Ist das entspannend? Oh Mann, ey. Ich komm jetzt nicht, oder? Alter, wo sind wir denn? Ja, so eine Minimap wäre halt ein bisschen geil, dass man vorher schon die Strecken sieht. Klar. Was klar. Hast du bei jedem Anstell. Oh, guck mal, Esso-Tankstelle. Schleichwerbung. Cheaten oder was? Pirelli. Nee. Das ist Cheaten, ey. Ach, guck mal, hinten fahren kommt er jetzt. Kommt erst ein Bett und dann kommt eine. Ah, komm. War das wieder nicht. Bin jetzt so verkackter Cheater wie du. So, Entscheidungsrennen. Drück wieder X. Nur X. ist immer lustig. Kanal Plus. Das ist ein geiler Kommentar. Draußen scheint die Sonne. Darauf stoße ich an mit Tee und gehe zocken. Favorisiert. Der gute Loris braucht Aufmerksamkeit. Er favorisiert einfach jeden Scheiß. Er halt doch die Schnauze. Nur so kommt man zu was. Tja, Entscheidungsrennen. Der Lorik darf diese Strecke aussuchen. Hallo Lorik, wie sieht's aus? Was möchten Sie? Was möchten Sie, Lorik? Was möchten Sie? Na? Ja, machen wir weiter. Wer macht die? Was? Montreal, Kanada. Ja. Montreal, Kanada. Sieht nur so aus, die ist nicht so gut. Ich Controller und meine Hand. Mhm. Was ist das denn? Keine Ahnung. Hat auf jeden Fall, das Bild ist geil, hat auf jeden Fall einen PS4-Controller in der Hand. Ich sah jetzt nicht so viel, weil wenn die Person das Video sieht, wäre es nicht so gut. Machen wir aber jetzt immer, wir lassen nebenan noch Twitter laufen. Achso, ich muss nur steuern. So, hau ab. Fahr du vorkommen. Fahr du vorkommen. Alter, da sieht man überhaupt nichts. Ja, da ist er gerade die Seite gefahren. Oh, du schwules Gehänge, ey. Wo ist du fährst in die falsche Richtung? Wo denn? Alter, die Strecke ist voll für den Arsch, ne? Das ist die erste Strecke von diesem diesjährigen Formel 1 Kalender. Montreal, Kanada. Hm. Im Albert Park. Hm. Hm. Welche von der Formel 1 bezahlt wird, aber im Laber schon so geschwollen, schwul. Natürlich. Ja. Die Sponsorengelder fließen. Genau. Lyrix. Lyrix. Was ist dann? Hau ab doch jetzt. Da bummst du die anderen Fahrer an. Du bist der Bückling von uns, so nicht ich. Das kann nicht sein. So. Die Strecke ist aber kurz. Alter, die ist behindert, die Strecke. Wer wollte zu fahren? Du! Der Lorix. Ach, halt die Schnauze. Alter. Wir haben noch gar nichts. Kommt hier gleich die Wall of Champions. Da wird der Lorix wohl reinfahren. Na, er ist ja kein Champion. Halt die Schnauze. Hör mal zu, wir haben in der letzten. Da fahr ich dann hin. Warum guckt der zurück? Wenn du nach unten drückst. In der letzten Folge haben wir ja so großartig uns ein bisschen über so Leuten unterhalten. Das müssen wir eigentlich jetzt nochmal machen. Über die berühmten C-Promis. Obwohl Boris Becker dürfte mittlerweile ein B-Promi sein. Ja. Das gute Bobble ist ja verletzt. Ja,
Hier eine Luft-OP, glaube ich. Ne? Und warum? Das kommt davon, wenn man in der Besenkammer rumruhen tut. Der war hart. Ja. Die waren hat ja auch hart. Was? Wahrscheinlich war ja genauso hart wie Bo's Tennisschläger schon. Ja, die Wahrheit tut weh. Das ist schön. Jetzt sind wir schon wieder mit Boris, der arme Boris. Ja, wir müssen nachher so ein Solidaritätsrennen machen für unser lieben Schumi. Ohne Witze, ohne allem. Fährst du zu Schumi? Ja, aber eine Runde, wo keiner irgendwie dumm labert. Eine Gedenkrunde für den Schuhmacher. Ja. Wirken ablassen. Das ist mir zu anstrengend. Das Spiel stinkt ohne Ende. So, meine Freunde, wie ihr seht, habe ich mich langsam wieder reingefuchst hier. Ganz klar, Position 1. Ich mach gleich auf Pause und gehen. Sollen wir auch machen? Wo trollt unser Lorings rum? Spielverzerrung. Schiri. Ich schmeiß gleich mein ganzes Zeug aus dem Fenster. Fuck off Technik. Ja, lieber Stoner. Gas! Ich will was sehen. So. Lyrix, wie sieht's aus? Hm? Ah ja, ich wollte gerade hingehen, aber Bus ist schon weggefahren. Wo laufen Sie denn? Alter. Nee. Meine Fratze, ey. Wenn man sich jetzt überlegt, das Spiel ist von 1998. Das sind fast 20 Jahre. Retro Games. In 5 Jahren ist es ein Youngtimer. Halt, leck mich doch jetzt ein. Ey, das Spiel hat so gut angefangen, ne? Und wird so behindert auf. Ja, da ging's nur geradeaus, ne? Das kann man sich vorspielen schon. Kommt lange, lange nichts. Oh Mann. Da hinten kommt mein Teamkollege. Der David Coulthard. Coulthard. So, mein Freund, schwenkt meine Zielflagge. Ganz entspannt auf Position 1. Der Lorix ist noch an dem Ort. Immer an der Wand lang. So, Lorix. Ich drück das Gamepad durch und dann gibt mir gar nichts. Mein Gott, kann es jetzt zu Ende sein? Dieses gute Spiel. Nur für euch. Nur fürs Team. Alles fürs Team. Was YouTube schon wieder eine Monetarisiert. Die Entscheidung steht an. Was für eine Entscheidung steht denn an, Moritz? Was? Halt die Schnauze. Konzentrier dich. Leider dürfen wir das Ergebnis ja noch nicht verraten. Nee. So, das war's. Eindeutig, zweideutig. 2-1, nur weil ich gewinnen gelassen habe. Und wieder mal X. Nur X. Nee. 13 neue Interaktionen. So, Lorix, wie sieht's aus? Hä? Hast du einen Papierschredder? Jag die CD durch. Ja, ich lieber die durch. Also, meine Freunde, nächste Woche, gleicher Ort, gleiche Zeit. Ja, vielleicht eine Stunde früher. Unser Lorix ist wieder so lustig heute. Ja, genau. Ja, dann. Also ich sag mal tschüss, ich bin weg. Tschüss! Ciao mit V. Auf Wiederschauen. Schmuckel. Kannst du eh labern. Müssen wir irgendwo stecken. Die Dorfhäuser waren nicht so teuer. Das guckt sich auch keiner an, Formel 1. Oh, wäre schon doch nicht. Och. Jetzt ist das erste Video gucken und merken wir.